Ja, hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video von mir. Ich bin heute mit unserem 314er wieder mal unterwegs und mit unserer Maschio Kreislegen und richte mal unser Maisland her. Wir haben es jetzt heute den 30.04. und ja, ich würde sagen, das ist eigentlich so relativ ein normaler Saattermin für den Mais. Also man sagt eigentlich so, ja, zwischen Mitte April und Mitte Mai ist eigentlich so das Hauptfenster, wo man den Mais in die Erde bringt. Jetzt heuer war es eben so, es war im Frühjahr relativ lang feucht und das Feld, wo wir jetzt heuer unseren Mais haben, hat sowieso ein bisschen so ein Eck mit drin, das was so ein wenig anmoorig ist. Es ist sowieso immer nass. Da habe ich selbst beim Düngerstreuen, also ich habe jetzt quasi hier im Voraus schon einen Volldünger und einen Kali hingestreut. Und da habe ich eben selbst beim Düngerstreuen leichte Fahrspuren reingefahren. Im Moorboden ist das eigentlich nicht so schlimm, man muss halt nur wieder eben bringen und darf nicht stecken bleiben. Aber da ist es jetzt eben nicht so, dass man solche Strukturschäden verursacht, wie auf dem normalen Landboden. Genau, jetzt möchte ich euch das Ganze mal zeigen, wie das hier ausschaut, was ich alles eingestellt habe und auf was man achten muss. Und ja, ich hoffe, dass euch das Ganze interessiert und dann wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. So schaut das Ganze jetzt von innen aus. Ich sag, habe wieder mein 314er dabei. Ich glaube, ist leider ein bisschen dreckig. Genau, mein 314er. Fahre hier wieder mit GPS. Habe jetzt hier die alles so eingestellt, halt einfach 3 Meter Arbeitsbreite für die Kreislegge, wo wir hinten dran haben. Und die Kreislegge, die fährt man mit 540 Umdrehungen an der Zapfwelle. Und so habe ich mir das jetzt eben hier eingestellt. Wir fahren jetzt momentan so auf 520, 530. Und beim Fan One System ist es ja so, ich kann mir hier quasi einstellen, je nachdem wie viel Leistung das der Bulldog gerade braucht, kann ich ihm ein Fenster geben, wo er quasi entweder weniger oder mehr Drehzahl braucht. Dadurch verändert sich auch die Zapfendrehzahl natürlich etwas. Ich habe das Fenster ihm jetzt hier unter TMS, stellt man das quasi ein, also Motor und Getriebe und dann unter TMS. Und da habe ich ihm jetzt eben einen Bereich zwischen 1400 und 1600 Umdrehungen am Motor gegeben. Wenn es für ihn gerade leichter geht, dann fährt er mit 1400 und wenn es gerade ein wenig schwerer geht, einfach weil der Boden schwerer ist oder weil es bergauf geht oder so, dann nimmt er die Drehzahl von selber ein bisschen hoch. Das verändert an der Zapfwelle ja nicht viel, vielleicht sagen wir mal 50 Umdrehungen hin oder her. Aber ein Bulldog hilft es eben enorm, um Sprit zu sparen oder dann eben, wenn er die Leistung benötigt, die auch abfragen zu können. Und deswegen habe ich das eben so eingestellt und das hat noch einen Vorteil, das Ganze. Und zwar, ich komme jetzt hier ans Vorgewende und wenn ich jetzt dann draußen bin, tippe ich hier einmal auf End und dann geht jetzt die Zapfwelle aus und automatisch, also er hebt hoch, ab einer gewissen Hubhöhe geht dann die Zapfwelle aus und wenn die Zapfwelle ausgeht, geht eben auch gleich die Drehzahl mit runter. Also jetzt fahre ich wie gesagt ganz normal mit TMS, wenn ich halt Gas gebe, dann geht die Drehzahl hoch und wenn ich halt runtergehe vom Gas, dann geht sie wieder runter auf Standgas. Und beim Einsetzen ist es jetzt wieder genauso, also ich fahre jetzt hier ein bisschen so beete, dass man quasi nicht vorwärts und rückwärts fahren muss. Dann fahre ich jetzt hier rein, mache das GPS an, drück auf Go und jetzt lässt er die Heckhydraulik runter, die Zapfwelle geht ein und dann geht langsam die Drehzahl hoch. Also jetzt nicht auf einen Schlag, weil das wäre für die Zapfwelle auf Dauer auch schlecht, wenn die jetzt auf einen Schlag angehen würde und dann gleich Vollgas geben würde. Jetzt hat man es gerade gesehen, da war jetzt vom Ackern, ich weiß nicht, das sieht man jetzt vielleicht auf, doch ein bisschen sieht man es auf Kamera, da ist eine leichte Unebenheit im Feld, da ist auch das Feld ein bisschen dunkler und heller, weil da der Zuckerrübenhaufen war. Und da war jetzt vom Ackern eben eine leichte, ja, wie soll ich sagen, die Furche, die habe ich zwar zugegruppert, die wo das Pflügen entstanden ist, aber die ist halt trotzdem noch nicht hundertprozentig eben. Und wenn man dann da reinfährt und die Kreiselecke, die läuft ja hinten, die läuft auf der Walze, auf der Rohrstabwalze. Und dadurch tut es ja quasi die Arbeitstiefe dann ein bisschen versetzt anpassen, sage ich jetzt mal. Also wenn ich jetzt von jetzt auf gleich in den
erhöhten Bereich reinfahre, dann arbeitet die ja erstmal für einen halben Meter etwas tiefer. Dann geht es ja für den Bulldog auch etwas schwerer und dann kann jetzt der quasi unter Drehzahl das regulieren. Also jetzt in der Bahn scheint es so, wie wenn es generell ein bisschen schwerer gehen würde. Das sieht man jetzt, er fährt jetzt so mit 1550 Umdrehungen. Gerade auf der anderen Bahn ist er eher so mit 1450 fahren und das kann der Bulldog quasi somit immer selber ausgleichen. Genau. Ja, was sieht man hier noch so? Die Heckhydraulik habe ich einfach auf Schwimmstellung ganz nach unten und die Arbeitstiefe wird dann eben wie gesagt über die Rohrstabwalzer und über die Einstellung vom Oberlenker quasi halt getätigt. Also den Oberlenker stellt man immer so ein, dass die Kreiselecke also halt waagrecht quasi läuft. Also die soll nicht nach vorne oder nach hinten hängen, sondern einfach gerade sein. Und dann kann man hinten hier an den Spindeln quasi, sieht man jetzt hier eigentlich auch schön auf dem Video, das einstellen, wie tief die Kreiselecke gehen. Jetzt sieht man hier schon im Moorboden, hier ist auch in den Fahrspuren und so, hier ist auch noch ein bisschen nass. Aber das geht jetzt schon ganz gut. Das Arbeitsergebnis passt eigentlich soweit. Die Scheibe ist natürlich ein dreckig, machen wir auf. Sieht man jetzt hier schon, wird relativ eben. Da ist jetzt auch ein bisschen so Gras schon gewachsen hier unten in dem Moorbereich. Das habe ich mit der Saatbett-Kombination gar nicht ganz rausgebracht. Und mit der bin ich auch schon einmal drüber gefahren, einfach um schon mal ein falsches Saatbett quasi zu schaffen. Aber das sieht man jetzt hier schon, hier ist einfach trotzdem schon wieder grün und auch die Fahrspuren sind halt vom Düngerstreuen und so, weil es einfach genau in diesem Eck, das sieht man eigentlich ganz gut, hier unten ist halt nass und da oben drüber ist halt dann wieder trocken. Also das ist eigentlich nur, ja wie soll ich sagen, vielleicht bei uns in Oberbayern sagt man ein Dohwerk, also ein Tagwerk auf Deutsch, also quasi 0,33 Hektar. Ungefähr die Fläche ist hier relativ nass und der Rest ist eigentlich kein Problem. Sieht man es hier schon, hier ist direkt, muss man jetzt noch Angst haben, dass man nicht stecken bleibt so mäßig. Ja, aber das hilft jetzt nichts. Er sagt am Wochenende auch schon wieder Regen und wenn man zu lang wartet, wird einfach auch der Maisertrag schlechter. Genau, und hier geht es ja wunderbar. Das ist wie gesagt nur das kleine Eck. Und ja, so ziehe ich jetzt hier meine Bahnen. Das GPS sagt jetzt hier, man schafft 2,3 Hektar in der Stunde. Natürlich ohne Umdrehen, also wenn man halt dauerhaft fahren würde. Also ja, denke ich halt mal, das Feld hier, das hat 2 Hektar mit Vorgewende und bis alles eingestellt war, jetzt brauche ich vielleicht 1,5 Stunden insgesamt. Und ja, geht eigentlich dann auch ganz gut vorwärts. Jetzt lasse ich euch das einfach mal auf euch wirken, wie das hier alles funktioniert. Und dann schauen wir mal nochmal raus. Draußen angekommen, zeige ich euch das Gespann noch mal schnell. Also hier mein 314er mit unserer Machio Kreiselecke. Ist jetzt auch schon ein bisschen älteres Modell, Baujahr 97 glaube ich, aber das Maisland richten tut sie ihre Zwecke auf alle Fälle immer noch. Und an der Saatkombination haben wir sowieso eine extra Kreiselecke verbaut. Genau. Auf was achtet man jetzt hier beim Maisland herrichten? Also zum ersten Mal natürlich, dass der Anschluss halt relativ passt. Ist mit GPS ja eigentlich ja nicht mehr meine Aufgabe, macht von ganz alleine. Dann sieht man jetzt hier hinten schon, hier haben wir so eine Prallschiene hinten drin. Die ist zum einen dafür da, um das Saatbett einzuebnen und auch um alles ein bisschen feiner zu machen, wenn man es jetzt blutig hat. Hier haben wir sowieso einen leichten Boden, deswegen ist das eigentlich kein Problem. Und jetzt kann man hier eben schauen, man kann das jetzt versuchen, hier einen Meterstab mal immer ein bisschen reinzustecken. Und wenn man jetzt hier schaut, Meterstab ist ein bisschen dreckig schon. Sollte mal so ungefähr auf ja so 5-6 cm, sage ich jetzt mal, tief herrichten. Da kann man mehrere Stellen mal schauen. Wenn man jetzt hier schaut, hier haben wir nur so 4.
Aber ich messe jetzt ja hier quasi in der Vertiefung, weil ja die Walze, die Rohrstabwalze von der Kreislegemachte macht ja hier immer so Dämme quasi, also immer hoch runter. Und wenn ich jetzt in der Vertiefung messe, und da hat da in dem Fall hat es jetzt sogar nur zwei, aber kann man mal sein, dass man auf den Brocken oder so kommt, jetzt drei, aber das ist ja quasi mindestens 5 cm tiefer. Und wenn es der mit dem Sägerät das eben schiebt und quasi in den hohen Stellen habe ich jetzt so 7, 8 cm und in den Tiefen habe ich so 3, 4 cm Arbeitstiefe, dann sind es im Schnitt so 5, 6 und das passt eigentlich ganz gut. Das Wichtige ist einfach, dass man es grob eben bekommt, dass man die erste Unkrautwelle rausnimmt und dass man ja auch ein einigermaßen feines Saatbett hat. Ist jetzt in dem Fall, wie gesagt, nicht schwierig. Ist hier, wie man sieht, ein sandiger Boden eigentlich, auch Schluff ist hier drin. Und da ist eigentlich eher immer die Gefahr, wenn es zu viel regnet, dann verschlemmt der Boden. Und das Verschlemmen hat den Nachteil oder das Problem, dass quasi die Maispflanzen dann, gehen wir mal schnell wieder hier rein, dass die Maispflanzen dann durch diesen verschlemmten Horizont durchwachsen müssen und das eben enorm Kraft kostet und die Triebkraft einfach darunter leidet. Also wenn jetzt ein Mais keine gute Triebkraft hat, dann ist es für ihn einfach wesentlich schwerer, durch so einen harten, verschlemmten Boden rauszukommen, als durch einen weichen. Und deswegen hofft man einfach, dass es jetzt nicht die nächsten Tage dann gleich 20 Liter auf einmal regnet, sonst verschlemmt eben das alles und dann hat man so eine Kruste oben drauf und das möchte man nicht. Man möchte einfach, dass das am besten so, wie es jetzt auch ist, locker da liegt und der Mais dann quasi ungehindert nach oben wachsen kann, bis er dann einfach mal das Tageslicht erblickt. Und dann ist es nicht mehr ganz so wild, wenn die Kruste entsteht. Ist auch noch schlecht, aber ja, nicht mehr ganz so dramatisch. Genau. Was kann man noch dazu sagen? Es ist jetzt eben so, wir säen jetzt den Mais, den säen wir so ja, 5-6 cm tief. Danach soll es nicht mehr frieren. Das ist gerade eben an diesem Moossenken eigentlich immer das Problem, weswegen man sowieso auch immer ein bisschen später sieht. Wieso? Einfach weil da ist es immer 1-2 Grad kälter wie jetzt ja, am Landboden. Das ist einfach, es ist so eine Senke ein bisschen und da ist es einfach immer ein bisschen kälter. Und wenn jetzt der Mais gerade im jungen Stadium Frost abkriegt, dann geht er halt dabei kaputt und dann war einfach die ganze Arbeit umsonst. Dann muss man nachsäen und ja, kostet auch nur Geld und ist Aufwand. Und das versucht man halt eben immer zu vermeiden. Genau. Wir denken aber, das passt jetzt ganz gut zu der Zeit. Hoffen, es gibt keine Fröste mehr, nachdem es ja dieses Jahr schon relativ kalt war. Das habe ich euch ja schon gezeigt, als ich die Zuckerrüben bei uns kontrolliert habe, ob die auch Schäden vom Frost davongetragen haben oder nicht. Da war es, denke ich, ganz in Ordnung noch. Da haben wenige drunter gelitten unter dem Frost. Von daher hoffen wir jetzt, dass es beim Mais genauso läuft und dann passt es für dieses Jahr. Genau, dann wäre es das jetzt schon von meinem Video. Ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen und ja, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo dalassen und dann sehen wir uns zum nächsten Mal hier bei Marsch ins Land leben. Servus und macht's das gut!